Wir haben Nationalratsabgeordnete Dr. Roberta Lichtenecker gefragt, ob, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätte, sie schon mit 16 gewählt hätte und ob sie schon immer Politikerin werden wollte. Also ich selbst habe ein ganz entscheidendes Erlebnis gehabt, und zwar, das war Ende meiner Hauptschulzeit, wie es darum gegangen ist, Zwentendorf. Wird Zwentendorf aufgemacht oder nicht? Das Atomkraftwerk Zwentendorf. Und das war für mich eine sehr bewegende Zeit. Ja. Ich war 13, 14 und für mich war das so ein Punkt, wo wir intensivst gemeinsam geklebt, gepickt, Informationen verteilt haben. Das war ganz wichtig, das hat uns betroffen. Das waren wir, die Jugendlichen, wenn mit dem Risikokraftwerk etwas ist, wäre unsere Zukunft betroffen gewesen, unsere Gesundheit. Und das war ein sehr aktiver Kampf und ich bin überzeugt davon, ich wäre mit 16 wählen gegangen. Also ich bin von meiner Profession, ich bin von meinem Beruf Ökonomin, ich habe Volkswirtschaft studiert. Ich habe bis 2006 als Universitätsassistentin an der Johannes Kepler Universität gearbeitet, am Institut für Volkswirtschaftslehre, Abteilung für Wirtschaftspolitik. Ich unterrichte jetzt sehr eingeschränkt nur mehr eine Lehrveranstaltung pro Jahr. Mehr lässt die Zeit in der Politik nicht zu. Ich arbeite sehr gern mit meinen Studentinnen und Studenten. Das sind spannende Inhalte in der Volkswirtschaftslehre und ich habe und übe immer diesen Beruf auch mit großer Freude aus. Und für mich, ich bin seit 18 Jahren bei den Grünen. Zu diesem Zeitpunkt hat es Grüne nicht im Oberösterreichischen Landtag gegeben. Ja, es waren ganz wenig im Parlament. Und es war ganz toll, gemeinsam mit meinen anderen Freundinnen und Freunden hier das aufzubauen, Gemeinderatsgruppen zu gründen, die Teilorganisationen, die wir auch haben, zum Beispiel die Grüne Alternative Jugend, ja, und die Grüne Alternativen Studierenden. Das sind ganz viele Bereiche, die sehr gut gelaufen sind und laufen und wir uns auch sehr freuen, hier in Oberösterreich, wir sind ja in der Regierungsbeteiligung mit Landesrat Anschober, mitzugestalten.